Guten Morgen zusammen. Bei meinem heutigen Fototrip bin ich in Oberfranken unterwegs, in einem sehr, sehr dichten Wald. Und hier soll es ein Mausoleum geben, welches schon über 120 Jahre alt ist. Und das soll tatsächlich in einem Art Dornröschenschlaf liegen. Also das muss zugewachsen sein und super schwer zu finden sein. Und der Bekannte sagt auch, ich sollte hier nicht in der Nacht herkommen, weil man einfach nichts sieht und es auch nicht findet in der Nacht. Jetzt bin ich in der Nacht da. Ein bisschen unheimlich ist es auch, aber ich lasse die Kamera laufen und ja, nehme euch jetzt einfach mit auf meine Entdeckungstour. Ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet, aber ja, ich schaue es mir mal an und wenn es cool ist, mache ich halt ein Foto. Hinter mir habe ich eine Statue hier an dem Bach gefunden. Keine Ahnung, was die darstellen soll. Keine Ahnung, ich zeig's euch mal. Was soll das sein? Art Hexe oder was? Also, ich freue mich jetzt richtig, dass es gleich hell wird. Es ist gleich 7 Uhr. Der Wald ist auch gar nicht mehr so dicht wie am Anfang. Also ein bisschen Schiss hatte ich ja vorhin schon. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich war bewaffnet mit einem Handy und einer Stirnlampe und ein Wildschwein. Oder irgendwelches Rehwild habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also alles easy. Weiter geht's. Ich hätte echt gedacht, ich sehe ein paar Tiere. Aber ist nichts. Vielleicht bin ich auch viel zu laut. Ich habe es gefunden. Ich drehe mal die ISO hoch. Da ist es. Und hier ist ein schöner Teich davor, vielleicht kann ich hier auch direkt schon ein Foto machen. Ah. Ich nutze jetzt vielleicht auch hier diese schönen Morgenstunden, um ein Bild von außen zu machen. Innen drin ist es wahrscheinlich stockdunkel, wenn ich überhaupt reinkomme. Oh, hier ist nass. Ich habe jetzt hier diesen schönen Baumstamm gefunden, der in die Richtung von dem Mausoleum zeigt. Das will ich einfangen. Und habe jetzt auch mal ein anderes Objektiv drauf geschraubt, das 16 bis 35. Was echt schade ist, dass sich nichts im Wasser spiegelt, aber mei, so ist es halt jetzt. Was aber ganz interessant sein könnte, hier stehen ja irgendwelche Baumstämme aus dem Wasser hervor. Vielleicht kann ich die noch ein bisschen schöner hervorheben. Oh, ich will nur nicht nass werden, hey. Und jetzt suche ich mal wieder die Perspektive, die noch keiner hat. Wahrscheinlich mit gutem Grund. Wow. Ob ich da hinkomme? Eigentlich ist der fest. Ich versuche mir jetzt hier irgendwie zu stabilisieren. Aha. Okay, das war jetzt nicht gewollt. Die Schwierigkeit ist hier wirklich Fokus zu setzen, Komposition einzuhalten und nicht ins Wasser zu knallen. Safe. Könnte echt ein ganz interessantes Motiv sein mit diesem Stamm. So, jetzt versuche ich mich mal dem Mausoleum zu nähern. Vielleicht ist es ja doch irgendwie offen oder hell genug, dass man da mal rein fotografieren kann.
Leider ist es jetzt super, super dunkel hier drin, aber ich werde einfach meine ISO hochdrehen und das Beste draus machen. Mit dem Stativ kann ich ja auch schwierig arbeiten, weil dieses Gitter mich einfach behindert. Jetzt versuche ich es einfach erstmal mit 14 mm alles aus der Hand zu schießen und dann schraube ich vielleicht nochmal das 16-35 Objektiv drauf. Und auch hier suche ich jetzt erstmal bodennahe Perspektiven. Die Kuppel hier oben ist auch recht schön. Die will ich jetzt auch aufnehmen und fotografiere einfach mal senkrecht nach oben. Bin auch ganz gespannt, wie das Bild wirkt. Ich bin ja auf ISO 1250 bzw. 1600 jetzt, um einfach die Kuppel aufzunehmen. Das ist eine wunderschöne Architektur hier. Und die Schwierigkeit ist jetzt, die Kamera irgendwie in der Waage zu halten. Und jetzt schraube ich da nochmal das 16-35 drauf. Und ich versuche jetzt auch das maximal mögliche Licht hier einzufangen und habe die Tür offen stehen lassen. Die stört mich nicht. Wie gesagt, am besten wäre es jetzt mit Stativ zu arbeiten, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal so. Die Kamera sollte man hier jetzt auch nicht unbedingt fallen lassen. Ja, jetzt bin ich wieder auf ISO 1600 mit einer 4er Blende und einer 80stel Belichtungszeit in der Hoffnung, dass ich hier nichts verwackel. Beim Abdrücken aus der Hand mit so einer geringen Belichtungszeit ist es eigentlich besser, wenn man nicht atmet, sonst würde man verwackeln. Auch wieder sehr bodennah. Das Bild ist leider unterbelichtet. Es knallt die Sonne da hinter dem Sarg halt voll rein. Da sieht man jetzt diese hellen Stellen. Aber das kann ich jetzt auch nicht beeinflussen und ändern. So, mein Fototrip beende ich jetzt. Ich habe die Gelegenheit jetzt hier gehabt, ein 120 Jahre altes Mausoleum zu shooten. Ein paar Bilder sind bestimmt gut geworden und jetzt geht's heim an den Rechner. Ich sag ciao, euer Sigi, heute aus dem Wald. Bis dann.